Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video, ja, hier aus dem Evolve Gym Playa del Carmen. Es geht wieder los direkt mit Training. Heute steht Pull bei mir an. Es ist relativ ruhig, gerade im Studio ist es Sonntag. Hinter uns seht ihr gerade, wird gearbeitet. In der Stretching Arena, in der Stretching Area wird gerade der Fußboden neu gemacht. Deswegen riecht es hier etwas unangenehm nach Klebstoff. Aber es steht Pull an. In einer Stunde werden Fabi, Thomas und Stefan dazu stoßen. Dann gibt es auf jeden Fall nochmal einen Formcheck. Und es wird interessant. Ich werde mal versuchen, mir Stefan gleich zu schnappen. Bei Fabi geht nämlich heute die Peak Week los. Es sind noch genau 7 Tage bis zur Arnolds. Dementsprechend wird es jetzt wirklich interessant. Ich bin gespannt, wie Fabi aussieht, was sich ändert, ob sich überhaupt was ändert. Die letzten Tage sah wirklich richtig, richtig brutal aus. Ihr habt es im letzten Video gesehen. Gestern waren wir in den Zenoten, haben uns entspannt und den Rest Day wirklich genau so genossen, wie man ihn genießen sollte. Morgens ein bisschen Aktivität, danach entspannen, essen, ausruhen, Sonne tanken und heute wieder Vollgas. Ja, so. Ich muss jetzt hier gerade mal ein bisschen improvisieren. Eigentlich habe ich nämlich Hyro auf dem Plan. Und doch, die ist doch da. Ich habe sie doch gesehen. Hier sind nämlich die ganzen MTS-Maschinen hinter mir. Und da steht sie nämlich leider nicht. Aber hier steht die Hyro. Damit werde ich heute anfangen. Heute ganz klassisches Rückentraining. Hyro, Lat Pulldown, Dorian Yates Row. Die Rudermaschine, denke ich mal, werde ich einbauen. Und eine Latzug-Variante vielleicht auch noch. Gut, jetzt habe ich irgendwie eine Übung zu viel. Egal. Ich werde auf jeden Fall mal gucken, was ich heute mache. Es wird relativ ähnlich sein wie zu Hause, weil hier, wie gesagt, alle Geräte sind, die ich auch bei mir im Gym habe. Dementsprechend kann ich wieder 1:1 durcharbeiten, was mich sehr freut, gerade bei der Hyro. Eine Übung, die ich wirklich extrem gerne mag. Mache ich mich jetzt auch direkt warm. Vorher ein bisschen Trizeps. Ein bisschen Trizeps warm machen. Aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, ob ich es im letzten Video gesagt habe, habe ich ein bisschen Schmerzen im linken Ellenbogen. Keine Ahnung, woher es kommt. Im Trizeps-Training oder im Push-Training war alles in Ordnung. Nächsten Tag Pull trainiert, alles in Ordnung. Einen Tag drauf, bin ich morgens mit Schmerzen im Unterarm aufgewacht. Keine Ahnung, ob ich mich verlegen habe oder doof drauf irgendwie drauf geschlafen habe. Egal, jetzt wird auf jeden Fall trainiert. Ich mache den Ellenbogen warm und dann geht es hier weiter mit der High-Row. So, Gerät wird geteilt. Oh, bin noch beim Warm-up. Locker reinkommen. Mal gucken. 255. Ganz entspannt noch. Gucken, was heute geht. Läuft auf jeden Fall vom Feeling sehr, sehr gut. Yes! My new training partner is from Colorado. You're from Colorado, right? Colorado right now. Colorado. So we are doing a little bit YouTube. Oh, yes? The YouTube thing. Oh, nice. Yeah, yeah. Erste Übung schon mal sehr erfolgreich gestartet. Ja, beide Sätze PR, in Anführungsstrichen, PR, wenn man das so nennen kann. Ich finde es immer lustig. Man sagt immer PR, aber eigentlich ist es kein Maximalkraftversuch, sondern ich bin einfach nur besser als im letzten Training in Hamburg oder besser gesagt in Halstenbek zu Hause. Ja, sehr gutes Gefühl und ich muss sagen, ich habe es ja schon mal erwähnt, die Atmosphäre hier im Gym ist irgendwie viel entspannter, ganz locker. Er hat mich kurz gefragt, ob er mit ans Gerät kann. Ich habe damit überhaupt gar kein Problem. Haben uns kurz abgewechselt, zusammen umgebaut, ein bisschen unterhalten. Kommt, wie gesagt, aus den USA. Und
ja, travelt auch gerade so ein bisschen rum, war gerade in Spanien, jetzt in Mexiko. Nächste Woche fliegt er nach Venezuela. Also auch ein absoluter Weltenbummler. Finde ich extrem beeindruckend. Würde ich auch gerne mehr machen. Aber das ist immer so ein bisschen die Routine und der Sport. Ich ja, will nicht sagen einschränken, aber wenn man wirklich trainieren will, mit dem Fokus vor Augen, um besser zu werden, ist es natürlich schwer, wenn man immer unterwegs ist. So wie bei uns geht es jetzt extrem gut. Wir sind als Team hier und ihr seht es ja in den Videos, wir ziehen alle zusammen durch. Ob es nun gestern in den Zenoten war, alle, selbst Ricky ist mit Meal Prep unterwegs, alle vorbereitet, machen unser Ding, weil es Spaß macht und unsere, ja, unserem Sein entspricht. Und das ist, was wir wollen. Deswegen ist es extrem cool, wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist, die das Gleiche machen. Und ja, wenn man natürlich jetzt so ganz, ganz extrem ist am Traveln, nur mit dem Rucksack, wird das natürlich ein bisschen schwieriger. Aber auch das ist möglich, wenn man vielleicht einen Gang runterschaltet, was Wettkämpfe angeht. Ja, das Wettkampfthema, ich habe es in den Kommentaren gelesen, ist hier immer noch heiß diskutiert, ob, wann und wie ich wieder starten werde. Ich kann es euch noch nicht sicher sagen, wann. Ob kann ich euch auf jeden Fall beantworten. Definitiv seht ihr mich noch mal auf der Bühne, sondern und nicht nur einmal. Das wird auf jeden Fall passieren. Dieses Jahr war ein bisschen holprig, aber ich gebe nicht ohne Grund Gas. Es macht Spaß, es läuft, der Körper reagiert. Dementsprechend mache ich jetzt weiter mit der nächsten Übung, glattziehen. Mal gucken, ob ich hier noch eine Stange finde. Das sind zwei. Da liegt eine. Nehmen wir die. Kameraposition finden und dann geht's weiter. Weiter geht's mit einer meiner Lieblingsrückenmaschinen. Ich weiß, ich sage das häufig, meine Lieblingsmaschine, weil ich so viele habe mittlerweile. Aber diese Maschine ist wirklich Weltklasse. Dorian Yates Row. Und man kann die in verschiedenen Ausführungen machen, beidarmig, einarmig. Ich mache immer oder häufig einen Mix. Erster Satz einarmig, um wirklich, wirklich gezielt beide Seiten einzeln zu treffen und dann den leichteren, den Backaussatz gerne beidarmig. Man kriegt dann nochmal eine andere Kontraktion rein, weil man den Oberkörper nicht so rotiert, als wenn man einarmig trainiert. Dann bewegt man sich halt doch immer ein bisschen mit dem Oberkörper mit. Wenn man beidarmig trainiert, bleibt der Oberkörper stabil und man zieht wirklich, ja, den Latt wirklich richtig in den Stretch von der Wirbelsäule ab, geht nach vorne. Aber ja, gut, genug Theorie. Gehen wir zur Praxis über. Jetzt wundere ich mich doch gerade, dass es so leicht ist, obwohl 30 Kilo drauf sind und es sind nur 30 Pfund, herrlich. Gut, erster Warm-up-Satz ein bisschen sehr leicht, zweiter kommt gleich hinterher. Ich fange einarmig an, wie ich es eben gesagt habe, mache ich ganz gerne, wie gesagt, mit der Maschine.
Topsatz einarmig, Backaufsatz beidarmig, um dann nochmal einen Fokus reinzubekommen. Was möchtest du, junge Frau? Nix. Vicky ist auch fleißig. You're killing it. Mein Gerät ist besetzt. Ne. Ihr Gerät ist besetzt, ja. Das übliche Problem hier im öffentlichen Gym, ne? Bist verwöhnt? Bin ich. Wir sind verwöhnt, muss ich wirklich sagen. Ist absoluter Luxus, zu Hause in der Halle zu trainieren. Da kann ich schon mal ein bisschen spoilern. Wenn der Vermieter Wort hält, wird es interessant, wenn wir wieder da sind. Auch wenn es noch einen Monat dauert. Aber dann wird es interessant. Ich bin gespannt. Und ja, ich mache den nächsten Satz. Jetzt kriegt ihr auch gleich einen Einblick von meinem Warm-up. 3-4 Wiederholungen, rantesten, Gefühl kriegen, Körper darauf vorbereiten. Das war's. Wir sind uns gleich wieder im Arbeitssatz. Eine weitere Maschine, die ihr aus meinem Training kennt. Reverse Lat Pulldown von Hammer. Als MTS-Variante würde ich der Plate-Loaded-Variante auch absolut vorziehen. Spannung ist viel konstanter. Der Winkel ist ein bisschen anders, ein bisschen kürzer. Richtig, richtig gut.
heute ist wirklich so, für die, mein letztes Video, wollte ich gerade sagen, sind ja einige schon online. Das letzte Trainingsvideo mit dem Training aus dem Pulltraining. Mit dem Video aus dem Pulltraining, alter Schwede, bin ich verwirrt. Okay, also wer mein letztes Pulltraining gesehen hat, der sieht jetzt den Unterschied. Letztes Mal habe ich ein bisschen mehr frei gemacht. Heute ist wirklich sehr, sehr geräte geführt. Liegt ein bisschen daran, was als nächstes kommt. Im nächsten Rückentraining steht Kreuzheben auf dem Plan. Dementsprechend arbeite ich heute ein bisschen mehr Geräte orientiert. Im nächsten Beintraining, also in 3 Tagen, steht gestrecktes Kreuzheben auf dem Plan. Und um da jetzt ein bisschen vorbeugend zu trainieren, das ist immer ganz wichtig. Es geht nicht immer nur ums Volumen pro Trainingseinheit, sondern auch ums Volumen pro Woche und was ihr wann machen wollt. Wenn ihr Trainingsplanung, also wenn ihr euren Trainingsplan selber erstellt, achtet auch darauf, dass ihr nicht selber in die Quere kommt. Wenn ich jetzt heute schwer heben würde, alles frei machen würde und übermorgen versuchen würde, wieder zu heben im Beintraining, funktioniert es bei mir nicht. Deswegen heute keine freien Übungen, dafür dann im Beintraining gestrecktes Kreuzheben und dann 2 Tage später im Rückentraining nochmal Kreuzheben hinterher. Dann ist wirklich alles platt, die ganze hintere Kette. Dann kommt wieder das nächste Rückentraining mit Langhantelrudern, allerdings 5 Tage später erst. Nach dem Rückentraining, in dem anderen Beintraining, dann auch wieder mehr Geräte orientiert. Also immer im Wechsel, mal ein bisschen mehr frei, mal ein bisschen mehr Geräte. So bekommt ihr es hin, dass ihr nicht nur eine gute Frequenz bekommt, sondern auch übungstechnisch immer gut ausgelastet seid, ohne euch zu überlasten. Ne? Klassiker ist wirklich im Beintraining gestrecktes Kreuzheben, im Rückentraining Kreuzheben und das immer und immer wieder. Da fahrt ihr euch halt immer sehr, sehr schnell gegen die Wand und vor allen Dingen könnt keinen Progress machen oder schlecht Progress machen. Okay, 9 Wiederholungen im Topsatz, jetzt mache ich nochmal einen Backoff-Satz und dann werde ich Überzüge am Kabel machen. Herrlicher Abschluss vom Rückentraining. Überzüge am Kabel. Es geht schon nahezu gar nichts mehr. Wirklich ein relativ kurzes Training, aber ein sehr intensives Training.
Als ich damit angefangen habe, das so zu gestalten, habe ich am Anfang gedacht, okay, irgendwie bin ich nicht richtig kaputt nach dem Training, weil ich einfach konditionell nicht so belastet bin, wie wenn ich Langhandelrudern, Kreuzheben, Kieferrudern und mache, einfach weil es sehr geräteorientiert ist. Aber spätestens einen Tag nach diesem Training werdet ihr merken, wie stark das Training euch muskulär schafft. Also man schafft es wirklich durch die Geräte, durch die verschiedenen Winkeln, die Muskelgruppen sehr, sehr gut zu selektieren, sehr, sehr gut zu treffen. Gerade wenn man Schwächen hat, bei mir ganz klar, Ausprägung vom unteren Lat, komme ich sehr gut rein, vor allem mit der Dorian Yates Row. Und wenn man dann anfängt, so spezifisch zu arbeiten, dass man sagt, okay, ich versuche jetzt wirklich den unteren Lat besser zu spüren, klappt es halt an Maschinen einfach besser, als es beim Langhandelrudern oder Tiberrudern. Ganz klar für mich ist Langhandelrudern, Tiberrudern absolut must have im Training. Einfach weil es nicht eine Grundübung ist, ein Compound-Movement ist, sondern einfach, weil ihr damit ja, die Struktur stärkt. Wir haben Core-Muskulatur, Gesäßmuskulatur, Beinbeuger, Beine, generell die ganze Stützmuskulatur. Ich würde nie nur Isolationstraining machen, also nicht nur Gerätetraining, immer eine gute Mischung. Aber um dann ein bisschen eine Priorität zu setzen, Fokus zu setzen, ist sowas wirklich hervorragend. Man könnte in Anführungsstrichen sagen, dass das hier mein Schwachstellen-Tag ist, um den Rücken noch ein bisschen gezielter zu trainieren. Ja, ich mache jetzt noch einen zweiten Backoff-Satz. Nee, einen ersten Backoff-Satz, einen zweiten Satz. Und dann werde ich mal gucken, ob heute der Butterfly frei ist. Heute würde ich nämlich gerne Reverse Butterfly machen. Oder am Kabelzug sehe ich da gerade. Die haben nämlich diese Free-Motion-Line hier. Ist wieder. Die Kabelzüge kann man wirklich nahezu komplett verstellen. Kann man alles mitmachen aus allen Winkeln. Da haben wir mit Fabi ja schon Seitheben dran gemacht. Und man kann auch wirklich hervorragend hinter den Schultern dann trainieren. Arme dann trainieren. Also wirklich alles. Gut. Ich sabbel schon wieder zu viel. So, dann wollen wir mal gucken, ob der Butterfly frei ist. Eben war er nämlich nicht frei, als ich die Kamera gerade angeschaltet habe. Aber jetzt sieht das gut aus. Okay. Reverse Butterfly für die hintere Schulter. Schöne Cybex-Maschine. Ich wechsle, wie gesagt, immer ab. Habt ihr im letzten Rückentraining gesehen. Mal Kurzhantel, mal Kabelzug, mal Reverse Butterfly. Um einfach die hintere Schulter so ein bisschen, ja, auch aus verschiedenen Winkeln zu treffen. Verschiedene Übungen zu wählen. Nicht bei jeder Übung, selbst wenn es ein ähnlicher Winkel ist, trifft man die Muskeln immer gleich. Ihr kennt das sicherlich. Man hat manchmal Übungen. Jetzt habe ich zu lange geredet, jetzt ist das Gerät besetzt. Verdammt. Geil. Ihr habt vielleicht verschiedene Winkel, verschiedene Übungen, gleiche Winkel, aber trotzdem habt ihr ein anderes Muskelgefühl. Deswegen immer mal ein bisschen Variation ins Training reinbringen. Ich bringe jetzt auch Variation ins Training rein. Lass sie hier hintere Schulter trainieren und mache erst Bizeps und dann nachher hintere Schulter. Bizeps heute, Langhantel Curls im Squat Rack. Thank you.
Okay, boom. Das war knapp, geil. War wieder eine Szene für die Kamera, Bild für die Götter. Okay. So grazil, wie ich mich hier eben hingesetzt habe, letzter Warm-up-Satz. Und jetzt geht es dann gleich weiter mit Hammercurls, nicht mit dem liegenden Beinbeuger, auch wenn ihr da gerade alle hinguckt. Hammercurls am Kabel, zwei Sätze. Und ich glaube, ich werde dann nochmal an meine neue Lieblingsmaschine, die Bizepsmaschine von Cybex gehen. Die war vor 4 Tagen so genial. Ich glaube, da werde ich noch einen RP-Satz dran machen, einfach um nochmal ja, einen oben drauf zu setzen. Langhandel-Curls waren schon sehr gut. Hammercurls, dann noch ein Satz, ein RP-Satz an der Bizepsmaschine und dann werde ich noch Bauch trainieren. Wobei der Bauchbereich ist heute leider gesperrt. Gucken, vielleicht verschiebe ich das auf morgen früh vorm Cardio. Wie gesagt, da drüben wird heute Teppich gelegt. Oder besser gesagt, da wird Rasen gepflanzt. Okay. Damit wäre Bizeps auch abgestoßen. Jetzt fehlt noch hintere Schulter. Ich werde mir jetzt meinen letzten Schluck Intra gönnen. Wie gesagt, ganz normal wie zu Hause. 60 Gramm Vario Intra, 5 Gramm Kreatin, 5 Gramm Beta-Alanin. Und ja, normalerweise 20 Gramm Cluster extra. Die habe ich jetzt nicht mit. Also fehlen mir 20 Gramm Kohlenhydrate. Da werde ich mir jetzt, wie gesagt, den letzten Schluck gönnen. Dann hintere Schulter trainieren. Und sehen wir uns gleich bei der Post-Workout-Mahlzeit. Und es ist kurz vor 3. Ja, yeah, for sure. Sorry. Jetzt besetze ich hier schon die Geräte mit dem Anlehnen.
Ich habe den Faden verloren. Butterfly ist immer noch besetzt. Deswegen mache ich jetzt ein bisschen abgewandelte Variation von Face Pulse. Ich mache das Ganze einarmig. Es geht hier mehr ums Gefühl. Es ist ein bisschen schwer zu erklären. Hier müsst ihr wirklich gucken, dass ihr die hintere Schulter isoliert trefft und spürt. Das ist quasi ein einarmiger Row im Obergriff. Ellenbogen nach hinten gezogen, um wirklich die hintere Schulter gut zu treffen. Wie gesagt, man muss das spüren. Ich kann das schlecht erklären. Man muss es einfach spüren. Man kann da wirklich so ein bisschen mehr Gewicht bewegen als bei den Face Pulls, um die hintere Schulter nochmal gut einen mitzugeben. Das ist jetzt auch mein letzter Satz. Ich habe eben schon zwei gemacht. Alter Schwede, heftig. Wie gesagt, müsst ihr sehr konzentriert ausführen, euch wirklich rantasten, so ist es richtig, dass ihr wirklich nur aus der hinteren Schulter zieht, gerade so den hinteren Bereich, oben könnt ihr schön die hintere Schulter kontrahieren, ist wie gesagt ein bisschen tricky, aber eine gute Alternative zu Face Pulls. Ich finde, bei Face Pulls ist man manchmal ein bisschen eingeschränkt, weil die Arme zu weit, zu eng zusammen sind, man kommt einarmig ein bisschen weiter raus, auf jeden Fall eine gute Variation. Okay, Bauch schiebe ich auf morgen früh, weil Bauchbereich ist voll, habt ihr gesehen, oder ist im Bau. Für mich gibt es jetzt mal eine Post-Workout-Mahlzeit, 150 Gramm Schoko-Crispies wollte ich gerade sagen, aber es sind nur 100 Gramm Schoko-Crispies und 50 Gramm Rice Squares, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, 60 Gramm Final Protein in Vanille und dann warten wir mal, eine Viertelstunde kommen die anderen, die sehen wir gleich und ganz wichtig, an dieser Stelle einmal ein großes Dankeschön an euch alle. Danke, dass ihr den Code Hane bei ESN.com direkt reinhämmert. Danke für euren Support. Ich kann es nur wiederholen, ich kann es nur sagen, ihr macht damit diese Reisen möglich. Ne? Muss man ganz klar so sagen. Das Ganze wird natürlich finanziert. Wir müssen es finanzieren, wir müssen die Reisen finanzieren, die Flüge, Hotels und. Und das macht ihr mit eurem Support möglich. Also an dieser Stelle danke und bis gleich, dann zeige ich euch meine Post-Workout-Mahlzeit. Oder wenn die anderen schon da sind, die anderen. Irgendwas von beiden zeige ich euch auf jeden Fall. Entweder Essen oder Menschen. Kann ich euch direkt mein wunderschönes Post-Workout zeigen. Hier sind diese Rice Squares. Das ist wirklich nur Reis. Kein Geschmack, kein Fett, nichts dran. Schoko-Crispy, da ist natürlich ein bisschen Schoko dran, ein bisschen Zucker. Hälfte, Hälfte. Ricky ist da drüben. Und die Jungs sind auch schon da. Fabi ist heute ein bisschen kaputt, aber 7 days out, letztes Beintraining. Nochmal einmal komplett zerlegen, ne? Hier zu werden. Ja. Wie bist du?
halt für wichtige Gespräche hier zwecks Essen, gerade hier mit Hunger. Okay, lassen die beiden mal in Ruhe über Essen reden und ich werde ja, hier gemeinerweise meine Post-Workout schon essen. Synchron ist nämlich heute in Österreich ein Pro-Qualifier. Wer Interesse hat, guckt mal bei Stefan aufs Profil. Ich habe gerade die Liste gesehen, wie viele Athleten er da hatte, wie viele Leute sich gut qualifiziert platziert haben. Richtig, richtig genial. Bin mal gespannt, wie wir jetzt das Beintraining von Fabi gestalten. Ich werde ein bisschen hinter den Kulissen stehen, ein bisschen auf Abstand gehen, ein bisschen gucken. Nicht ins Training eingreifen, vor allen Dingen nicht stören. Letztes Beintraining, Vollgas bei Fabi, voller Fokus. Wie gesagt, heute ist Sonntag. Montag oder Dienstag fliegen die beiden schon rüber nach Ohio. Wir haben ja noch eine Woche Quarantäne hier quasi, in Anführungsstrichen Quarantäne. Es klingt immer ein bisschen doof. Ihr seht ja, wie wir uns hier bewegen. Es ist alles entspannt, es ist absolut relaxed. Aber es ist halt einfach so, es ist Gesetz, es ist Pflicht, dass wir 14 Tage auf mexikanischem Boden sind quasi oder nicht auf deutschem Boden sind, um in die USA einreisen zu dürfen. Für alle, die dies interessiert, wir haben heute nochmal nachgeguckt. Ich habe heute meine Mail bekommen von United, von der Fluggesellschaft, mit der wir nach Vegas weiterfliegen. Jetzt habe ich schon mal ein bisschen gespoilert. Es geht nach Vegas auf jeden Fall weiter. Und wir brauchen nur einen Antigen-Test, also einen Schnelltest oder einen PCR-Test, um rüberzufliegen. Selbst die Impfung, und das finde ich, ich finde das wirklich logisch, dass man mit Impfung nicht einreisen darf, ne? Weil du kannst trotzdem krank sein und darfst nicht einreisen. Nur weil du geimpft bist, heißt es nicht, dass man einreisen darf. Man darf wirklich nur mit negativen Tests einreisen. Normalerweise muss ich ja sagen, es ist immer so ein bisschen fraglich. Als reiße ich das Thema schon wieder auf. Egal, Leute, jeder soll machen, wie er denkt. Das trifft es am besten. Aber ihr wisst, was ich meine. Letztes Beintraining für Fabi vor der Arnold Classics 2021. Stefan ist mit am Start. Dennis filmt auch. Das komplette Training seht ihr dann bei Stefan auf dem Kanal. Bei mir gibt es hier noch ein paar Behind-the-Scenes. Und die Baha ist auch am Start. Moin! Auch auf jeden Fall mal auf... Du bist jetzt auf YouTube auch, ne? YouTube bist du auch aktiv, ne? YouTube findet ihr sie, Instagram findet ihr sie. Die sind auch aktiv hier. Ihr seht schon, ihr Mann ist mit Kamera unterwegs. Ihr bekommt also aus allen Richtungen extrem viel Content. Und Dennis, mein Lover, ist schon wieder in seinem Element, ne? Ihr wisst Bescheid. Du musst mit mir Eisbaden gehen. Wie bitte? Da musst du mit mir Eisbaden gehen. Hast Bock drauf? Bin bei allem dabei. Sehr geil. Ich würde sogar noch trainieren, wenn die um 5 zumachen würden hier. Oh. Burpees. Sehr schön. Also wenn ihr mal in Wien seid, schreibt Stefan an für ein Personal Training. Absolute Grenzerfahrung. Richtig, richtig genial. Wenn ihr in Hamburg seid, könnt ihr gerne Micha schreiben. Ihr wird genauso eine Grenzerfahrung. Aber das hier wird heute richtig lustig. Und die negative Scholl. Und Zucker. Ja. Boah, ja, das ist jetzt Qualität. Ja, Bass. Nicht anreißen, doch die Hülse. Nicht anreißen. Zieh durch gleichmäßig. Das ist die Maschine. Ja! Gleichmäßig, ohne Essen. Ja, Bass jetzt. Geh mal. Yep. Nicht mit dem Arsch weggehen, nicht mit dem Arsch. Lass den Arsch hinten, lass den Arsch hinten. Hol dir noch eine. Hol dir noch eine. Hier! Ja, zirk. Ja, dir, Subaru, Kontraktion. Einzige Falsch, nicht mit dem Becken ab. Okay, das bleibt noch hinten. Aber sonst großes Ding. Das ist der Grund, was ich letztens im Beintraining gesagt habe. Deswegen favorisiere ich so dermaßen den Sitz im Beinbeuger. Das Becken bleibt fest. Und sitzt perfekt und arbeitet wirklich nur aus dem Beinbeuger. Jetzt bekommt ihr in diesem Video nicht nur ein Rückentraining, sondern auch noch ein Beintraining mit sehr, sehr viel Infos, Wissen, Technik und. Bei Baha gibt es auch ein Beintraining.
Und wie ist? Hm? Wie ist? Wie es mir geht? Ja, wie viel geht? Fast lieber. Also, es gibt nichts Geileres, als wenn wir für Stefan trainieren. Aber es gibt auch nichts Schlimmeres. Also, du lernst, du leidest, du wächst. Ja. Und man wird immer wieder auf seine eigenen Fehler hingewiesen, ne? Aber es ist gut. Ja. Nein, das will ich Honig ums Maul kriegen, wenn es nicht passt. Ich meine, wir haben jetzt genau herausgefunden, was, wo meine Schwäche ist. Mhm. Ich habe beim vorderen Bein die Seite fehlt einfach. Ja. Und wenn ich das jetzt ein Jahr sauber reintrainiere, da, da kommt noch vieles nach. Weil der Muskel ist da, aber nicht trainiert. Perfekt. Ja. Da bist du in deinem Element. Schön quälen, ne? Der Klebstoff, die Musik, das Leiden. Der Geruch hier, ja, der chemische Geruch, der macht leicht high. Ich glaube, diese Folge heißt Thomas beim Leiden zuschauen. Meine favorisierte Beinpresse, ihr kennt sie aus dem Home Gym. Hier auf jeden Fall ein bisschen neuer. Schöne bei dieser Beinpresse ist, seht ihr gleich bei Thomas. Ihr seht schon den Stand vom Fuß zum Knie. Jetzt geht der Fokus ein bisschen zurück. Und ihr schiebt quasi die Knie nach unten. Nicht nach vorne, sondern nach unten. Dadurch ist es sehr hüftdominant. Man sieht jetzt schön, wie der Stretch im Beuger sind. Ja, schön. Wirklich gut. Großer Vorteil von der Beinpresse. Also von dieser Version. Man sieht, dass Fabi hat die Maschine schon mal gemacht. Guck dir mal die Range of Motion an. Das ist arg, da. Ja. Auch seine Range, ne? Mobilität im Sprunggelenk. Okay. Ihr seid jetzt quasi live dabei, wie so ein Training 7 Tage vor dem Wettkampf aussieht. Ich muss wirklich sagen, heute werden keine Muskeln mehr aufgebaut. Das ist ganz klar. Mit dem Gedanken muss man auch in so ein Training reingehen. Es geht heute wirklich darum, nicht verletzen, keine Harakiri-Aktion, überall einen guten Reiz setzen, einen Stimulus setzen, alles gut durchtrainieren. Wie gesagt, es geht auch gar nicht darum, es ist jetzt ein bisschen unterschiedlich zwischen Thomas und Fabi. Thomas zerlegt sich ordentlich, bei Fabi ist es so, der lässt immer 1-2 Wiederholungen im Tank, geht nicht bis zum Versagen, gutes Gefühl. So, dass er wirklich, ja, halt immer alles richtig durchblutet, alles anspricht und dann reicht es auch ja, Ruhe für die Beine. Wie gesagt, heute ist Sonntag. Dienstag fliegen sie, ich habe eben nochmal nachgefragt, Richtung Ohio. Und dann ist auch nächstes Wochenende der Wettkampf. Und jetzt geht es weiter mit der V-Squad. Habe ich ja vorgestern auch gemacht. Ich fand sie sehr, sehr gut, sehr quadlastig. Wollt ihr auch, oder? Du machst zurück auf der zweiten Wiederholung. Das ist total geil. Yes. Gehen wir drum. Das GEMA hat er nicht gehört. Du wolltest noch eine Wiederholung sehen, ne? Ja. Für dich heute lockeres Training, ne? Kalorien plus, dein Gesicht. Heute Training. Jetzt bin ich mal gespannt, wie. Ich hab's ja eben gerade schon gesagt. Thomas stand ein bisschen weiter hinten. Ich würde mich ein bisschen weiter vorne stellen. Gucken, Fabi hat auch gesagt, er wird tendenziell weiter vorne stehen. Damit es halt nicht so in den unteren Rücken geht, sondern wirklich sehr quadratisch ist. Und guckt euch mal bitte dieses Bein an. Das ist wirklich Perfektion. Genau. Sehr schön. Ja. Genau so. Wirklich hervorragend. Und ihr seht wirklich, wie Fabi jetzt nur auf Muskel arbeitet und Schub auf den Quadrizeps. Yes. Da geht einem das Herz auf.
entspanntes Beintraining zu kommen. Hier, hier. You want in squat? Die Ähnlich stehen die hier immer am Weg. Da ist der Becken stabil bleibt in der richtigen Ebene. Es zieht sich ja nicht einen Millimeter nach vorne. Der Grund, warum ich immer Mobility empfehle. Genau, das ist der Grund. Untere Rücken bleibt komplett gerade, aufrechter Rücken. Das ist das Problem der Menschen. Nur auf ein paar Dezels raus. Unterschied sieht man bei Konrad gut, da ist die Mobility nicht ganz so gut und dreht ein bisschen mehr auf den unteren Rücken. Deswegen liegt er da jetzt auch gerade. Also wenn ihr Probleme habt mit dem unteren Rücken, Mobility ist key. Und wie es hier, merkt man, der Beinbeuger ist total verkürzt. Und ja, da kommt dann leider die Spannung. Ich kenne es selber, habe selber die Probleme gehabt. Und deswegen habe ich angefangen mit Yoga, um halt hier die Spannung rauszukriegen. Jetzt geht es hier auch direkt weiter. Adduktor. Ich weiß nicht, wie die Trainingsplanung heute aussieht, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass wir uns schon sehr stark dem Ende neigen, nähern. Entschuldigung. Eine isolierte Beinbeugeübung, eine isolierte Quadrizepsübung, eine Pressbewegung, eine Beugebewegung und jetzt hier schon die Adduktoren. Also wirklich ganz, ganz klassisches Low-Volume-Training, High-Intensity. Auch wie gesagt, Party ist heute nicht ganz High-Intensity, braucht kein Muskelversagen mehr. Ein, zwei Reps in Reserve. Und ja, bei Thomas habt ihr ja gesehen, der zerlegt sich komplett. Komm auch auf die Nicht? Doch auf die Das kann man so sagen. Mehr getroppt als sie. Ja. Das hätte man hier schon. Weiter geht's. Mit meiner absoluten Lieblingsmaschine hier. Die Nautilus Hip Thrust. Vorteil wirklich, jetzt jeder, der sagt, okay, man kann sich eine Stange auf die Hüfte legen oder aufs Becken legen. Das hier ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und das hier müssen wir festhalten. Alter, das ist das Ärgste ever. Was machst du da? Alter Schwede. Er macht Cardio. Das ist gestört. Das ist voll arg. Bist du deppert über den Pump, Alter? Nein, Pump. Er ist stirb. Ja, okay. Wie gesagt, jetzt noch ein bisschen Gesäßtraining, Gluteustraining, absolute Favorit. Ja, genau. Bei Tom sieht das immer aus, als wenn er schon ein Muskelversagen ist. Vorteil an der Maschine, der untere Rücken ist komplett stabilisiert, das Becken bleibt vorne und man schiebt wirklich nur aus dem Gesäß. Jetzt Zug. Ja. Und weiter. Oh. Weiter. Kontrolliert. Und jetzt Zug, komm. Und eine geht nach da, komm. Und oh. Da, komm. Und schön Zug. So. Das Fadi jetzt wieder als Beispiel benutzen. Fadi geht runter in die Negative, geht komplett in den Stretch, spannt den Gesäßmuskel an und schiebt dann raus. Ganz wichtiger Faktor bei Hip Thrust. Ob man mit der Stange macht oder auch mit der Maschine,
Und jetzt wirklich versuchen, das Becken so hoch wie möglich zu schieben. Wie ist die Planung für das Training? Nahezu durch, ne? Ja, nur wir warten noch bababab aus. Der Thomas muss nochmal. Hier nicht ganz durchgestreckt haben. Die Vasen sind viel leaner geworden, seit wir da sind. Was sind sie? Viel leaner geworden. Mhm. Wirklich viel. Nimm den Stretch komplett mit, soweit es geht wieder. Aus dem Elefant würde ich einiger Zähne. Ja. Und Schienekontraktion, ja. Es geht zurück in Richtung Apartment von Fabi und Tom. Du bist schon mal einmal, ne? Ich werde einen Bein und bin ich unten. Und von hinten kommt ein Auto. Herrlich. Schön nach dem Training auslaufen. Und ich muss sagen, ich habe leicht Hunger. Ich auch. Ich habe leicht schweren Hunger. Ich auch. Und schwere Beine. Das glaube ich dir. Richtig, richtig gut. Ich glaube, man hat während dem Training so richtig gesehen, wie mein Gesicht immer wie schmäler geworden ist und so richtig der Talk, der Blick ja. kam. Ja. So, jetzt sehe ich nichts mehr. Oh, perfekt. Dann wollen wir mal gucken, was Stefan gleich noch erzählt. Bin mal gespannt, was die nächste Woche jetzt noch passiert bei Fabi, ob sich noch was ändert oder so. Bekommt ihr auch mal einen Einblick, so 7 days out, wo ich muss sagen, das ist jetzt wirklich ultimativ beste Ausgangslage. 7 Tage vom Wettkampf, so entspannt, Klima entspannt, Umfeld entspannt, kein Arbeitsstress für Fabi. Ja. Alles so ein bisschen rausgenommen. Das ist wirklich kurz vorm Wettkampf wirklich ideal. Übermorgen entspannt rüberfliegen und dann wird angegriffen. Yep. Und wieder raus bei Fabi und Thomas. Wir haben uns einfach nur aufs Sofa gelegt und gar nichts gemacht. Soweit passt alles. Die haben ihren Plan geschmiedet für nächste Woche. Der ist auf der anderen Kamera drauf. Erfahrt ihr alles bei Stefan auf dem Kanal. Ansonsten warte ich jetzt auf ein Taxi und dann geht's zurück Richtung Apartment. Mittlerweile habe ich nämlich wirklich Hunger, ihr habt es ja mitbekommen. Nach dem Training gab es kurz die Crispies, das ist jetzt irgendwie so 2,5 Stunden her. Und es wird langsam Zeit für die Post-Workout-Mahlzeit. Ich habe noch 2 Chicken-Mahlzeiten, einmal Rice-Pudding, also Reisflocken und meine Eier. Und es ist 18.30 Uhr. Also es wird noch ein straffes Programm heute. Einkaufen müssen wir auch noch. Dementsprechend fix mit dem Taxi. Statt 20 Minuten laufen und eigentlich kann ich euch heute wieder mit zum Einkaufen nehmen. Weil es so schön ist, gehen wir heute noch mal einkaufen. Alles vorbereitet, gerade zur Tür rein. Und jetzt erstmal ganz klassisch, wie ihr es von mir kennt, Reis, Chicken, Kaisergemüse oder besser gesagt, ohne Colorado gibt es auch dazu, danke mein Schatz, Kaliforniergemüse heißt es hier. Und danach gehen wir einkaufen, oder? Shopping. Mittlerweile bin ich zurück, habe gegessen und wir sind schon wieder unterwegs. Das ist gegessen, habt ihr eben schon gesehen. Und wir haben uns heute mal wieder in den Walmart verirrt, weil es hier die Donuts gibt, die Kellogg's Donuts. Jetzt können wir kurz gucken, hier ein bisschen Hähnchen holen, alle Basics einmal abholen. Wir haben es immer noch nicht geschafft, Spülmaschinentabs zu bekommen. Das ist jetzt der 4. Laden, es gibt nirgendwo hier Spülmaschinentabs. Thomas und Fabi machen es auch. Es gibt hier so ein Waschpulver für Spülmaschinen. Falls jemand einen Tipp hat, wo es die hier gibt, der schon mal hier war. Wir sind gerne und sehr dankbar für einen Tipp. Weil, wie gesagt, Fabi und Thomas machen einfach so ein Waschspülmittel damit rein. Das gibt es hier auch, das haben wir auch gekauft. Unsere Spülmaschine ist komplett übergelaufen. Die von Fabi und Thomas läuft auch andauernd über. Ja, keine Ahnung. Ich habe eben nochmal nachgefragt nach Tabs. Die schütteln alle nur mit dem Kopf. Der Vermieter hatte uns ja noch 5, 6 vorbeigebracht und der sagt auch, es gibt die nur bei Amazon aktuell. Ich weiß nicht, ob die Lieferprobleme hatten. Ich habe jetzt bei Amazon geguckt, da gibt es sie gerade auch nicht, komischerweise. Ja, was suchst du? Hähnchen. Chicken, stehst direkt davor. Aber welches? Das ist blau. Das suggeriert mir, dass es dieses All Natural Non-Hähnchen ist. Meistens irgendwie grün oder blau. Die Fleischtheke ist wie gesagt auch riesig. Ja,
als Chicken. Ist gut? Weiß ich nicht. Ich finde das so aufgehört. Ah, okay. Aufgehört. Ja, da ist auf jeden Fall zu viel Fett drin. Das wollen wir nicht. Die sehen alle scheiße aus. Dann nehmen wir wie immer das hier. Das haben wir, ja, El Pollo Nummer 1 in Mexiko. Okay, bleiben wir dem Hähnchen treu. Das haben wir die letzten Tage auch immer bei Mega geholt. Oh. Es juckt. Okay, ich muss mal auf meine Einkaufsliste gucken. Wir brauchen auf jeden Fall einiges. Ich brauche auf jeden Fall die 3 Minuten Haferflocken und Eier, Eiklar, Gemüse. Nee, Fisch auf gar keinen Fall. Ja. Nee, wenn nur Fischstäbchen. Ketchup? Was sagst du? Ketchup? Ketchup, ja. Nehmen wir immer mit. Ketchup geht immer. Wisst ihr? Zack. Gehen wir direkt hier lang, ne? Durch die Fertigsuppenabteilung. Und Thunfisch gibt das hier. Hast du schon mal so eine Ausland-Thunfisch gesehen? Mal melde. Was soll das? Okay. Naja, hier gibt es auf jeden Fall Thunfisch ohne Ende. Ich glaube, in der nächsten Abteilung geht es auch direkt weiter mit. Da gibt es Tofu, das wollen wir nicht. Hier gibt es Öl. Haben wir auch noch genug. Müsli. Dann gibt es hier irgendwo die Haferflocken. Und wir sind richtig. Mal kurz gucken. Irgendwo hier vorne standen sie doch, oder? Ich sehe sie nicht, du. Die Donuts standen da irgendwo, ne? Macht keinen Ärger. Ja, macht keinen Ärger. Seht ihr, der Klassiker, ne? Du hast die letzte mitgenommen. Also, Thomas hat mir diese hier empfohlen. Nee. Mit Marshmallows. Ich ja. Oh, mal gucken. Okay, die Donuts scheinen leer zu sein. Da gucken wir gleich nochmal. Hier habe ich auf jeden Fall, das ist die Empfehlung. Die habe ich letztes Mal gekauft. 3 Minutos. Und jetzt nehme ich hier mal die 1 Minutos. 300 Gramm. Knapp unter. Na, was hast du geholt? Na, die hatten wir doch schon mal angeguckt. Die sind fettfrei. Alles gut, kannst du nehmen. Ja, wie gesagt, ich habe es schon mal im letzten Video gesagt. Wichtig ist, dass das Ganze immer relativ fettarm ist oder vielleicht sogar fettfrei, wie bei den Rice Krispies. Ich würde immer Reis oder Mais vorziehen. Hafer verdaut sich ein bisschen schlechter und langsamer. Deswegen würde ich das eher vorziehen. Aber wie gesagt, wirklich jetzt 50 Gramm, das ist auf jeden Fall überschaubar, was die Verdauung angeht. Gut, ich gucke hier noch mal ein bisschen nach Haferflocken. Hier wirklich, wirklich viel. Ganz viel hier mit Zimt, Vanille, Schokolade, wirklich diverse Sachen. Viel Granola. Ein bisschen mehr Auswahl an Haferflocken als bei uns. Das muss man Walmart auf jeden Fall lassen. Die Gemüseabteilung nicht wirklich schön angerichtet, muss ich sagen. Aber riesig. Ihr seht es hinter mir. Wirklich alles da. Habe ich gesehen. Himbeeren gehen auf jeden Fall immer. Diesmal nehme ich auch die Eigenmarke, sehe ich gerade. Jetzt habe ich die genommen. Und hier ist ein bisschen anders. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Hier nimmt man Kuchen. Himbeeren habe ich schon. Achso, das ist sogar die richtigen. Du kannst eine Packung dann wegpacken. Also man nimmt sich hier so eine silberne Platte, läuft dann rum und
packt einfach alles rauf, was man haben will. Ob es so eingebackenes Brot ist oder Gebäck. Es riecht auf jeden Fall gut. Das ist mal jede Menge. Muffins. Donuts. Alles da, wenn man cheaten möchte. Weil ich bin ja momentan vom Süßen komplett weg. Wenn... Was brauchen wir? Auf gar keinen Fall. Wieso? Ja, nimm mit. Ich wollte gerade sagen, ich bin vom Süßen komplett weg. Wenn, muss es bei mir immer herzhaft sein. Also wäre ich jetzt auch eher so Tacos zugeneigt. Man kann oder auch Sushi. Erst Tacos essen und dann Pommes. So ist natürlich am besten. Wobei ich dann der Team Eis bin. Auf jeden Fall müssen wir die Tage hier auf jeden Fall nochmal essen gehen. Haben wir gestern schon gesagt. Aber heute ist es auch schon wieder so spät geworden. Die Tage sind doch immer relativ voll. Morgen ist der letzte Tag von Fabi und Thomas. Wenn alles passt, werden wir morgen nochmal Push trainieren. Je nachdem, wie fit Fabi morgen ist, geben wir morgen nochmal Gas, zerlegen uns ordentlich. Und ja, Dienstag fliegen die schon weg. Wir bleiben noch eine Woche hier. Dennis und Stefan sind ja drüben in Cancun. Steve ist heute auch angekommen, habe ich gerade gesehen. Steve muss also noch 14 Tage hier bleiben. Stefan noch 10 Tage. Wir, wie gesagt, morgen noch 8 Tage, dann dürfen wir rüber in die USA. Okay, ich gucke mal auf meine Liste, aber sonst ansonsten sollten wir, glaube ich, alles haben. Also ich ziehe in Handarbeit. Meine Zimtschnecke ist auch schon ausgelaufen. Wer hat das Gemüse eben reingeschmissen? Nee. Muss sie wieder rauslegen. Was ist das? Tomaten. Nein. Da war nichts dran. Jetzt ist meine ganze Soße ausgelaufen und die Zimtschnecke ist trocken. Okay, wir machen hier mal fertig. Es kann wieder um Stundenhandel. Was für eine nervige Selbstbedienungskasse. Ich glaube, wenn wir eben alles dreimal scannen müssen, bis es dann alles gepasst hat. Und es passt irgendwie auch alles in die Taschen. Walmart ist ein bisschen weiter weg als Mega. Haben wir am ersten Abend schon gemacht, so 8 bis 10 Minuten. Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen viel gekauft oder wir. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal wieder ins Apartment. Und dann war es das für heute auch eigentlich erstmal schon wieder. Ich werde noch ein bisschen arbeiten. Ich habe, wie gesagt, noch 3 Mahlzeiten zu essen. Ganz entspannt. Also aufs Sofa, Schiebetür auf und das Wetter genießen oder den Abend genießen. Und dann gucken wir mal, was morgen ansteht. Ich glaube, wir werden morgen, wie gesagt, trainieren. Wenn Fabi fit ist, gibt es ein Push-Training. Nehme ich euch natürlich auch mit. Heute habt ihr ja schon das komplette Gedeck bekommen. Pull-Training von mir. Beintraining von Thomas und Fabi. Heute war sehr, sehr trainingslastig. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, bis zum nächsten Video.